corrupted. They're everywhere. I can't stand to see them overrunning this peaceful town. I have to drive them away. Divine One, will you help me? Of course. Danger looms from every side. I fear we will never make it to my brother. Princess Saline, I beg you to make your retreat. We'll handle this. More of the fiends might be on the way. Hurry! Louis, Chloe, you can't possibly expect me to... It is our sworn duty to protect the princess. We will hold the line for you as long as we must. You have to leave. If you should fall here, who warns Prince Alfred of the invasion to come? I concede the point, but I'll return for you both. Please hold out until then. Apologies, Chloe. It pains me greatly to separate you from Princess Saline for even a relatively brief amount of time. Might I say, I'm a bit disappointed I didn't get to see you run off with Her Highness yourself. A knight should never leave his princess's side. The sooner we win, the sooner that will come to pass. What say you, Chloe? Shall we? Yes, let's. Sorry, dass sich das Bild immer so ein bisschen verdunkelt. Die geht dann immer so in den Standby-Modus, was mich halt persönlich extrem nervt. Ansonsten, das stimmt schon so. Ah, cool, Saline. Alfred! Saline? What are you doing here? I thought you were with Mother. I was, but Alfred, the Illusion army is marching on the castle. What? Why? I cannot say. Before they arrived, Mother sent me to warn you. But then we were ambushed on our way to Flora Port. Louis and Chloe stayed behind so that I might have a chance to escape. Please, we must hurry back to them. Absolutely. Pardon me, Princess Saline, but do you have the emblem ring? Yes, Mother gave it to me. Why do you... Goodness gracious! The Divine Dragon? You're here! You're... awake! I am. May I say, it is truly an honor. The emblem ring is right here. Please, Divine One, it is yours. The words... they're coming to me. Care for us, Emblem of Echoes. Ach, die gute Celica. I am Emblem Celica. I detest violence, but I will always fight to defend the innocent. Thank you for answering my call. So, this is the emblem that was in Firinay's ring. Emblem Celica? How marvelous! Divine One, with your blessing, and hers, of course. I would like to fight by Celica's side. I must protect the people of this village and ensure Louis and Chloe's safety. I entrust this ring to you, Saline. So, Saline, Louis und Chloe haben sich der Gruppe angeschlossen. I won't be able to get very far with these archers everywhere. How about this? I take care of the archers and you deal with the magic users. Good idea. While their spells will go right through your armor, I'm resistant to magic. So leave the mages to me. It's not so bad protecting each other, now is it? Indeed. This is a nice change of pace. Okay, also wie in Echoes sage ich schon, wie in ja, wir dürfen da ins Haus. Ja, ist okay. Im Grunde ist es sowieso immer das Gleiche. Was ja auch nicht schlecht ist, ne? Aber wenn man etwas, keine Ahnung, tausendmal schon gemacht hat... Oh, ja. Ich glaube, dann weiß man so langsam,
wie das Spiel funktioniert. Emblem Celica, it is an honor. So it was your voice I heard on the way from the castle. I am glad you're here with me. I feel the same, Celine. I will fight by your side from now on. Together, we will protect that which you hold dear. Thank you. Das ist ja schön. Meine Güte. I ought to be able to reach Chloe and Louis more quickly. Ist ja gut. Kill den Gegner einfach. All in the name of peace. Point the way again. So, warte mal, das sind Bogenschützen. I live to serve. Ich meine, Chloe ist sehr, sehr beliebt bei den Leuten. Also im Grunde habe ich jetzt eigentlich noch keinen Favoriten. Ich mag Celine eigentlich, die ist ganz cool. So vom Design her. Ansonsten bis jetzt noch keinen so großen Favoriten. Aber ich werde euch definitiv ansprechen, wenn ich einen gefunden habe. Ihr wisst, werdet es als erstes erfahren. These houses are ripe for the picking. Time for a good old-fashioned village pillage. The crystal. It's glowing. Where did you get that? It was in the ring vault. Vander found it after the battle at Lethos Castle. Why? Do you know what this is? A draconic time crystal. Oh, cool. An artifact capable of reversing time itself. There is a limit to its power, but still, it could give us a keen advantage. Time crystal, huh? So it's not just a pretty piece of jewelry. Since we have it, I suggest we put it to use. Give it a try. Ja, ich kann die Zeit zurücksetzen. Ähnlich wie Sotis in ja, komm, warum nicht? Nee, das nicht, aber das Rapier kann ich gerade benutzen. Machen ja auch nur 78 Damage. Ist klar. Na? Geil. Ach cool, ein Wurfball. So, dann gehen wir einfach da rein. What's that? Monsters here? Take this. Oh, ein Langspeer. Da tauschen wir doch ganz gerne. Den Langspeer nehme ich gerne. Oh, erneut ziehen können sie nicht. Das ist schlecht. Aber die Musik ist schön. Also das gefällt mir in dem Spiel sehr. Auch die Grafik ist echt wesentlich schöner anzusehen, finde ich, als bei Three House. Ich meine, das war auch das erste Spiel und hier haben sie echt, ich finde, hier haben sie echt alles rausgeholt, was geht bei dem Spiel. Also das ist jetzt nur meine Meinung, ne? Klar, so ein paar Stellen könnte man vielleicht noch schöner machen, so, aber so wie es ist, eigentlich ganz schön.
ne? Also hätte ich auf jeden Fall bemängeln habe ich sowieso nichts. Gar nichts. So, dann kommt Alfred einmal zum Einsatz. So, wir können Teleport machen. Ja, ist okay. So, einmal heilen. So, dann einmal das. Dann einmal dahin. Einmal den Magier killen. Oh, Leichtschwert gekriegt. Ah, warte mal. Okay, der ist nicht in Reichweite, das ist gut. Achso, wir können da auch nichts machen. Ah, vergessen. Jo. Ach, ich hasse meinen Stuhl. Ey, ohne Witz. Jetzt geht er schon wieder runter. Ich könnte kotzen, ey. So, haben wir hier noch einen Gegner? Nö. Na komm, sie kann kein Leichtspeer. Das ist natürlich schlecht. Was, sie macht zwei. Cool, die macht zwei. Elberschaden. Krass. Ja, stimmt schon so. Was? Neuer Versuch? Achso, dass wir nochmal starten. Nö, nö. Das gefällt mir schon so. Die Musik ist nur so ein bisschen komisch, finde ich. Aber jetzt nicht im Negativen, sondern im Positiven. Ah cool, 2000 Gold, das ist natürlich schön. Flut bekommen. Ach ja, es gibt EP, ja klar. Oha! Einfach mal alle Werte von ihr hoch. Respekt. Ja gut, Fram wird wahrscheinlich auch nicht so viel Tolles bekommen. Würde ich jetzt mal behaupten. Also viel meine ich, die ist ganz gut, aber halt nicht so gut. Falls ihr mir irgendwie... Oh, das ist schlecht.
Ich finde auch diesen Wechsel irgendwie cool, von der ruhigen Dorfmusik bis hin zum in den Kampf bisschen schnellerer Mix. Ups. Hatte vergessen, dass er ein Langspeer hatte. Ich dachte so, ach, wird schon stimmen. Nö, das stimmte leider nicht. Aber das reicht, um ihn zu erledigen. Naja, was auch immer. Chloe ist die Heldin. Verbindungsaufbau. Scheiße. Das dauert schon wieder so lange. There's no need to be afraid. It's gone. You saved my life. Thank you. It was nothing, really. I only did what anyone else would do. Are you here by yourself? I am. I saw the fighting and thought I could help. You're braver than I am. I can't stand the corrupted. I was so startled I couldn't think. You really did save my life. I see. Oh, I haven't introduced myself yet. I'm the Divine Dragon. What a lovely name. I'm Vale. Vale. Might I interrupt? What is it? Even with the corrupted gone, it may not be safe for her out here. Perhaps we should escort her home or to an inn. That's a good idea. Hey, Vale, do you live around here? Huh? She's gone. Divine One! Saline, did you see a girl pass this way? Small, with long hair? Barefoot? No, I'm afraid I didn't see anyone matching that description. Okay, thanks. Did you need something? I wanted to thank you. Alfred told me that you accepted Firinay's request for aid. And your help in the battle was the difference between victory and defeat. Thank you. Truly. Don't mention it. Alfred and I are friends. I was happy to help. Friends? He said that? Imagine speaking so casually with the Divine Dragon. Please, allow me to apologize on his behalf. There's no need to put me on a pedestal. I just woke up, and the world is new to me. I make mistakes like anyone. Is that so? I thought surely the Divine Dragon would be an all-seeing, all-powerful being. But here I find that you are rather more human than I expected. Perhaps we can be friends. Then what do you say, Saline? Friends? I would be honored. So, jetzt müssen wir mal hier rumspazieren.
Ach so, na gut. Also, selbst wenn man total blind ist, kriegt man die trotzdem hinterhergeworfen. Ja, das ist ja nicht schlecht. Thank you. Oh my. Da du nicht weißt, wie man das aufzieht, na scheiße. Aber den Hund dürfen wir aufnehmen. Aber das Huhn nicht. Gemeinheit. Yes. Yes. What? Die guten alten Schafe, die immer gerne ausbüchsen. Man kennt's. Na, wobei, da hinten haben wir nichts. Das heißt, da kann ich auch schon wieder... ...wenn ich da hinten auch durchgehen können. Genau. Thank you. Bestimmt. Aber sowas finde ich das finde ich tausendmal interessanter. Okay, gut, dann haben wir da unten noch. Und ich finde es auch cool, dass wir die Karte halt nochmal sehen. Nur halt in echt Größe halt, ne? Sonst haben wir ja von unten gesehen. Das finde ich echt mega cool. Ne, also, ich muss sagen, das Spiel hat schon viele Dinge cooler gemacht. Finde ich. Aber wir werden sehen, wie sich das Spiel noch entwickelt. Ah, habe ich doch noch was vergessen. Scheiße. Naja, egal. Hey, folks. Mind if we bend your ear a minute? Hmm? Name's Durton. I'm an armorer. And this here's Anis, purveyor of goods. We saw you trading thumps with those things. Figured you might be in the market for supplies. Yes. If you need, we'd be happy to provide you with quality weapons and items. Anything to defeat those creatures. They pose a terrible threat to traveling merchants like us. How would you feel about moving to our base? You can sell your wares from there. Divine One. What? We don't have any facilities. These two could be a good addition. You're gonna let us open shops at your base? If you'd like to. We'll need plenty of weapons and items from here on out. It's a haven. You won't find any creatures there. You got yourself a bargain. Can't wait to do business together. Thank you for this. I will do my utmost to ensure you receive the finest items. Cool, jetzt sehen wir endlich mal die Weltkarte, was echt cool ist. Aha. Genau, man könnte jetzt aber nach... genau, das ist unsere nächste Karte und dann können wir mal zurück nach Somniel gehen, weil da ist jetzt wohl viel passiert. Und wir sehen halt die anderen Charaktere in ihrer Freizeitklamottern. Ach ja. Ich finde es lustig, wie die Charaktere da unten immer rennen. Oh, cool. Boah, okay. So, Erweiterungspass Bonus 1. Wir kriegen Items.
Update Bonus 1. Stahlschwert, Stahlbogen, Stahllanze, Stahlaxt, 3000 Gil. Okay, cool. Erweiterungsbonus 2. Novizenbuch, Silberschwert, Silberlanze, Silberaxt. Cool. Okay. Fähigkeiten verwalten. Okay. Über die Inventaroption Fähigkeiten verwalten kannst du die Fähigkeiten der Verbündeten sehen und geerbte Fähigkeiten ausrüsten. Okay. Besuche die Ringkammer oder die Arena im Somniel, um Fähigkeiten von Emblemen an Verbündeten zu vererben. Okay. Zwischen Emblemen schaltest du besondere Bandgespräche. Alles klar. Let's go. It is good that we can talk after I spent so long silently watching over you. I know what you mean. I'm really glad to have you at my side, supporting me in person. Okay, das war ein sehr kurzes Gespräch. Ich dachte, es wird länger gehen. So, da sind die Geschäfte, das ist doch schon mal cool. Das gefällt mir. Ja, ist doch schon lebhafter. If I may. Naja. So, dann haben wir die Framme oder keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich sie am besten ausspreche. Was ist hier? Noch nicht freigeschaltet, okay. Aber hier können wir was machen. So, weil wir jetzt Kohle bekommen haben, können wir spenden. Das heißt, wir kriegen diese tolle Sachen. Wir haben noch mehr Kohle, also weiter spenden. Cool, kriegen eine Stahllanze und Blumenlinie. Und machen noch einen. Ein Speer, krass. Meereesel. Cool. Nö, dann haben wir das schon mal gemacht, weil ich bin sowieso für sowas. Ich mag sowas auf, so aufbaumäßiges und vielleicht lohnt sich der Spaß für uns auch irgendwie in einem gewissen Teil. Ah, das. Oha. Dieses Outfit. Ich sag ja, ich mag sie. Irgendwie. Pferdedung, okay. Zum Krafttraining. Ah. Nö, Unterstützung. Are you all right there, Divine One? Boucheron? Why do you ask? Oh, I just thought you seemed a little worn out. Ouch. You noticed? I am feeling sort of sluggish. Hmm, that's not good. You're eating 3 meals a day, I hope. Yes. I don't think my diet is the issue. Well then, how about your sleep? About the usual. Hmm. So you're eating and sleeping fine, but you still feel groggy. It could be stress. You think so? I wouldn't be surprised. Going to war is stressful for anyone. What have you been doing as stress relief? Nothing. It hadn't even occurred to me. Why? What do? I have several ways to blow off steam. Like going up a mountain alone and spending some quiet time fishing. Wow. That does sound relaxing. Would you like to join me sometime? The alone part of it is optional. Really? Yes, I would love that. Please, come get me the next time you head out. Okay, ja, Krafttraining ist irgendwie, du kannst
kriegst dann irgendwie Werte und so weiter, machst du dann so eine Art Minispiele. Wobei, können wir mal ausprobieren, statt tatsächlich mal. Okay, Alfred. Kannst du noch drei Übungen wählen, um die Werte von Alia vorübergehend zu verbessern? Steuern und trainierte Werte. Ein perfektes. Okay. Machen wir mal Liegestütze. Bei dieser Übung ist Timing gefragt. Ach, scheiße. Achte auf die Linie und stoppe sie im richtigen Moment. Nach drei Verwirrungen ist Schluss. Okay. Machen wir mal normal. Looking good. Perfect. You've got this. Perfect. Looking good. Keep it up. Tja, nur gut. Looking good. Nice one! Scheiße. Hang in there. Zu früh gedacht. Keep it up. Nice. Keep it up. Great job. Dreimal plus. Schön. Stärke plus 2. Nein. Let's do this again sometime. Klar, und jetzt gehe ich. So, hier haben wir nichts mehr. Das heißt, wir switchen. So, jetzt kommt das Tier. Da ist es. Oh my. What in the world is this creature? Ah, so you have found it at last. Vander, what do you know about this little one? Not much, unfortunately. It began to appear shortly before you awoke from your slumber. Queen Lumera once said it is something of a guardian spirit for the Somniel. Claimed to have played with it in her youth. She did? So, this creature has been alive for a very long time. You know, I do feel a sort of affinity toward it. It seems to have taken a liking to you as well, Divine One. Would it please you to care for it? If it is truly the guardian spirit of the Somniel, doing so may bring some manner of benefit. What a great idea! Now that I've met it, I'd like us to be friends. Let's see. I'll call you... Wir nennen ihn Somni. Passt schon. Yes, I like that name. It's nice to meet you. I hope you like your new name. It looks well pleased. Don't forget to say hello to it when next you see it around. Entschuldigung. Einfach gegähnt. Alles klar. Hm.
Okay. Warte, anziehen. Was? Okay. Prachtgewand. Ich finde das Glöckchen irgendwie ganz süß. Alles klar. So. Ein hübscher Kiesel. Das muss ich eigentlich alles erledigt haben, ne? So, ab zur Reisen. Weil wir soweit erstmal fertig sind. So. Achso, wir können. Stimmt, das können wir auch machen. Schön. Kapitel beginnen. Ja gut, wir haben jetzt natürlich den Vorteil, weil ich den Erweiterungspass gekauft habe. Und zwar für alles. Ich hätte mir alles geholt. Ich glaube, den Season Pass oder so hatte ich mir geholt. Kann mich jetzt aber nicht mehr erinnern. It's so quiet. Where are our knights? Or the Illusion soldiers for that matter? You said they were marching toward the castle when you left. They've probably made their way inside. But then, what of the townsfolk? What of Mother? Let's hurry. Hate to break it to you, Queenie, but our forces have taken the castle. This is the part where you tell me where you've got the ring stashed in here. Who's to say? Is it inside the castle? Out on the grounds? I'm asking all polite-like. Come on! I'm not in the habit of speaking to lowly vermin. That's all that you are, the lot of you. The mouth on this one. You think I won't get you where you stand?
recommend against it, darling. Lady Zephia! After all, Her Majesty can't tell us much of value if she's dead. Now, I come bearing news. One of our soldiers said he spotted the princess fleeing before we arrived. How curious. Did you perhaps give that daughter of yours the ring for safekeeping? Oh, well, isn't this tragic? We'd simply hate to resort to violence. You leave us no choice. By virtue of your silence, we will now kill every living soul in this castle one by one.